So, meine Lieben, herzlich willkommen zu Teil 2. Wir haben beim letzten Mal die Luftmaschenkette gemacht. Hier habe ich unsere ganz kleine süße Luftmaschenkette, die wir beim letzten Mal angeschlagen haben. Ich wechsle jetzt kurz auf eine andere Farbe, dass ihr besser gucken könnt, so dass wir das dann hier unterschiedlich haben. Die Möglichkeiten, auf eine andere Farbe zu wechseln, das zeige ich euch dann ein andermal. Heute soll es um das Thema feste Maschen gehen. Und wie wir nach dieser Luftschlangenkette dann weiter häkeln. So, wir stechen jetzt mit unserer Nadel in die zweite Masche ein. Das heißt, wir lassen die Masche, die jetzt gleich bei unserer Nadel ist, die lassen wir aus. Das heißt, die sehen wir gar nicht. So, weg ist er. Wir gehen in die nächste Masche. Die ist dann hier. Stechen durch. Holen uns den Faden, haben zwei Schlaufen, hier einmal, zweimal, holen uns den Faden und ziehen es durch. So, jetzt noch einmal. Wir stechen in die nächste Masche ein. Die nächste Masche, ist, die seht ihr immer hier an diesen Bögen. Ihr seht ja hier immer bei eurer Luftmaschenkette, wenn ihr euch die näher ranholt. Hier ist ein Bogen, da ist ein Bogen, hier ist ein Bogen. Das sind unsere Maschen. Da stechen wir in den Bogen ein, das sieht dann so aus, so von der anderen Seite, holen uns den Faden durch, wie zum Luftmaschenhäkeln, nur dass wir jetzt halt hier zwei Schlaufen haben, holen uns den Faden wieder, ziehen den durch, beide Schlaufen durch und haben eine feste Masche gemacht. So, jetzt noch einmal. Hier ist der nächste Bogen. Wir stechen durch den Bogen durch, holen uns den Faden, haben zwei Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Jetzt noch einmal. Hier ist der nächste Bogen. In den Bogen einstechen. Einfach wirklich in den Bogen einstechen. So sieht es von unten aus. Hier, ich steche da wirklich einfach mitten durch da. Hole mir den Faden, wie beim Luftmaschenkette häkeln, zwei Schlaufen, Faden holen und erst durch die eine Schlaufe und dann durch die andere Schlaufe. Gehen das nochmal ganz langsam durch. Und jetzt nochmal von ganz nah. Hier haben wir den Bogen. Wir stechen durch den Bogen durch. Da einfach durch. Holen uns den Faden, ziehen den durch. Haben eins, zwei Schlaufen. Holen uns den Faden und gehen mit denen durch beide Schlaufen durch. So, jetzt nochmal. Durchstechen. Faden holen, zwei Schlaufen, Faden holen, durch die erste und durch die zweite. So sehen die festen Maschen dann aus. Habt ihr hier oben drauf alle ganz kleine süße V's.
durch den Bogen durch, Faden holen, zwei Schlaufen, Faden holen, durch beide Schlaufen durch. Und das sind unsere festen Maschen. Manchmal kommt ihr mit der Nadel nicht gleich richtig durch. Das ist dann, wenn die Luftmaschenkette ein bisschen straff angezogen ist. Da könnt ihr auch gern mit den Fingern nachschieben. So, gleich sind wir am bunten oder am Reihenende. Das, was wir häkeln, ist gerade eine Reihe. So, das war jetzt die feste Masche auf die Luftmaschenkette und jetzt die feste Masche auf die feste Masche. Um in die nächste Reihe zu gelangen, machen wir eine Luftmasche. Das heißt, wir holen uns nur den Faden. Moment, ich zeige euch das nochmal. Wir holen uns den Faden, ziehen den einfach durch die Schlaufe durch. Das war jetzt eine Luftmasche. Wir drehen das Ganze und jetzt häkeln wir feste Maschen auf feste Maschen. Dafür haben wir jetzt hier oben drauf unsere Faust. Wir stechen in das erste kleine Loch. Wenn wir mal gucken, hier sind jetzt so ganz kleine Löcher drin. In das stechen wir ein, sodass beide Beinchen von dem V auf unserer Nadel sind. Holen uns den Faden, ziehen den durch, haben wieder unsere zwei Schlaufen, holen den Faden und gehen mit dem durch beide Schlaufen durch. Auch wieder in das kleine Löchlein, hier ist so ein ganz kleines Löchlein. Immer da, wo der Faden so quer rüber läuft, da ist ein kleines Löchlein, da stechen wir ein, holen uns den Faden, haben zwei Schlaufen, holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Hier läuft der Faden so quer rüber. Da ist das Löchlein. Da stechen wir ein. Holen uns den Faden, haben zwei Schlaufen. Holen uns den Faden und gehen durch beide Schlaufen durch. Ich zeige euch das nochmal ganz langsam. Hier ist der Querfaden. Einstechen. Holen. Holen und durch. Querfaden, einstechen, holen, zwei Schlaufen, holen und durch. Querfaden, einstechen, holen, zwei Schlaufen, holen und durch. So, meine Lieben, und das war jetzt die feste Masche. So sieht es dann aus. Auf der nächsten Reihe haben wir dann wieder hier oben die wunderbaren Faust, wo wir dann, wenn wir gewendet haben, wieder unseren Querfaden sehen und daneben unsere Löcher, wo wir dann einstechen.
Also ein bisschen breit ziehen, sehen wir die Löcher auch ganz wunderbar. In die wird dann wieder als nächstes eingestochen. Aber am Reihenende nicht die Wendeluftmasche vergessen. Ansonsten könnte das Ganze ein bisschen schräg und unsauber werden. So, meine Lieben, das war jetzt die feste Masche. Im nächsten Video behandeln wir das halbe Stäbchen. Jetzt klingt es ganz kompliziert, ist es aber nicht. Ich hoffe, es hat euch soweit Spaß gemacht. Ihr probiert schön die feste Masche aus und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder für das halbe Stäbchen.